Wir leben Wrestling. Kein neuer Tag ohne Meldung zu WrestleMania. Wie PostWrestling.com erfahren hat, wird WWE in der kommenden Woche einen riesigen Taping-Marathon abhalten. Dabei sollen im Performance Center für die nächsten Wochen alle Raw, SmackDown und NXT-Ausgaben komplett im Voraus aufgezeichnet werden. Dabei handelt es sich weiterhin um Shows ohne Zuschauer. Weiterhin könnte auch WrestleMania 36 schon im Laufe der kommenden Woche aufgezeichnet werden. Damit wäre Mania in diesem Jahr erstmals zweitägig, ohne Publikum und nicht live. WWE gab mittlerweile noch bekannt, dass es in diesem Jahr bei WrestleMania keine Battle Royale Matches geben wird, um nicht zu viele Wrestler auf engem Raum agieren zu lassen. AEW mit starker Quote. Am Mittwochabend legten die AEW-Zuschauerquoten um mehr als 150.000 Zuschauer zu. Etwa 932.000 Zuschauer sahen die Show im Schnitt. NXT sahen in dieser Woche 542.000. Ein deutlicher Verlust im Vergleich zur Vorwoche. Matt Hardy kommentiert AEW-Debüt. Auf Twitter zeigte sich Matt Hardy erfreut über sein Debüt bei All Elite Wrestling. Für ihn war die vergangene Dynamite-Ausgabe die beste Wrestling-Show ohne Publikum in der TV-Geschichte. Er kommentierte zudem in einem Wrestling-Podcast mit Chris Jericho, dass er nicht unterstützen wolle, dass WWE sein großes Monopol weiter über die Wrestling-Welt ausbreitet. So habe WWE ihm ein extrem lukratives Angebot gemacht, um seinen Vertrag zu verlängern. Hardy allerdings wolle kreativ sein und Spaß an seiner Arbeit haben. Diese Grundlage sah er bei WWE nicht mehr als gegeben an. WWE-Wrestler hoffen auf Verschiebung. Der Insider-Account WrestleVotes hat am Donnerstag berichtet, dass eine Vielzahl von WWE-Superstars unglücklich ob der Umstände der aktuellen WrestleMania ist. Daher hoffen viele Stars immer noch darauf, dass das Event am 4. und 5. April ausfällt und verschoben wird. Wie inszeniert man so eine Show am besten? Und den Approach, den AEW hatte, der ist halt anders als der von der WWE im Performance Center. Was wir da jetzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, waren halt leere Stuhlreihen, die gegenüber der Hardcam sind. Aber auch inszenierte leere Stuhlreihen, also extra auch beleuchtet und so weiter, das war bewusst gewählt von WWE. Ganz genau, bewusst gewähltes Stilmittel, was aber, wie ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auf eine gewisse Art und Weise einen Fokus darauf lenkt, dass das ja eine Empty Arena Show ist und dich dann irgendwie unterbewusst die ganze Show über dran erinnert. Und ich sag's ganz ehrlich, aus meiner Sicht, mich deprimiert das dann eher. Also wenn ich gar nicht die ganze Zeit darauf hingewiesen werde, bei quasi fast jedem Shot, also allen Shots, die von der Hardcam gefilmt werden, oh, da ist eine leere Halle. Das ist ein Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Und AEW, die haben es halt jetzt anders gemacht mit ihrer Show. Wir waren da wieder in der Location in Florida. Daily's Place in Jacksonville, genau. Genau, Daily's Place in Jacksonville, quasi eine der Homebases von AEW. Da hatte man ja schon diverse Shows. Die Hardkamera, die stand jetzt so, dass sie die Leinwand und die Bühne gefilmt hat. Und das fand ich aus Produktionssicht sehr, sehr kostbar, weil du dadurch nicht die ganze Zeit dran erinnert wurdest, dass das in der leeren Halle stattfindet. Und ich finde, das hat es einem beim Zuschauen sehr, sehr erleichtert, das auch einfach mal zu vergessen und die Show zu nehmen als das, was sie ist, als eine Wrestling-Show.